Gut, hallo und willkommen. Im nächsten Video gehen wir mit Riesenschritten weiter. Da gibt es jetzt ein paar Dinge, die wir vorbereiten müssen. Wir müssen uns so ein Objekt herrichten. Die Sache ist die, dass wenn du in SketchUp zum Beispiel hier eine Fläche zeichnest, dann kannst du sie nicht einfach irgendwie zerreißen. Aber wenn du hier eine Linie ziehst, dann kannst du zum Beispiel diese Fläche löschen und auch die dazugehörigen Kanten und aus dem Quadrat oder Rechteck ein Dreieck machen. Da wir hier das Stück verändern müssen, werden wir auch Unterteilungen vornehmen müssen. Ich habe dir hier mal das Ergebnis schon hingelegt. Da siehst du, welche Stücke wir machen müssen. Und hier ist das Grundstück. Nur diese Stücke, da entsteht gleich so ein blauer Rahmen. Ja, hallo, was ist das? Da kannst du gar nichts machen. Also, das ist nur zum Anschauen und es sieht sehr schön aus, wenn dein Schatten eingeschaltet ist. Du musst ihn aber nicht einschalten und es schaut immer noch genauso gut aus und es arbeitet sich oftmals leichter mit SketchUp ohne Schatten. Gut, gehen wir nochmal auf unser Stück zu. Wir sehen hier, du kannst hier alle Flächen einzeln anklicken. Das heißt, es sind einzelne Stücke und genauso verhalten sie sich auch, denn wenn ich das Bewegen-Werkzeug hier nehme, dann kann ich diese Stücke bewegen und SketchUp verhält sich wie ein Gummiband und man kann alle Dinge irgendwie im Raum bewegen. Aber meistens ist das nicht wirklich kontrolliert und sinnvoll und natürlich kann ich damit einige Spielchen machen, aber lass das lieber. Du kannst hier oben mit dem blauen Pfeil alles rückgängig machen. Wenn du jetzt richtig weitermachen willst, dann müssen wir erstmal aufzeichnen und zwar die Hilfslinie. Du nimmst das Maßband und stellst dich mal hier an eine Kante. Du kannst diese Kante nehmen, weil es geht nur um senkrechte Linien. Oder du kannst dich hier einfach hinstellen, aber bitte nicht auf den blauen Punkt und bitte nicht auf den grünen, sondern immer wenn rot angezeigt wird. Du klickst mit der linken Maustaste, holst dir so eine durchsichtige Linie und fährst mit dem Maßband auf der oberen Kante spazieren. Und da sagt dir SketchUp, hier ist die Mitte von dieser Kante. Und das ist super. Und jetzt kannst du gleich dich hier einhängen bei dieser Linie und noch einmal eine Linie herausdrücken und gibst ein 10. Und dann hast du eine Hilfslinie, die ist genau 10 mm im Abstand von der ersten weg. Das machst du hier auch nochmal. Gibst ein 10, Enter-Taste drücken, fertig. Und nochmal. 10, Enter, fertig. 10 und die Eingabetaste drücken. Jetzt hast du 4 Hilfslinien und jetzt stellst du dich mal mit gedrückter mittlerer Maustaste, kannst du dich ja hier im Orbit bewegen, wie du weißt, mal so hin, dass du hier das Ganze gut anschauen kannst. Jetzt nimmst du den Bleistift und mit dem zeichnest du eben diese Kanten auf. Du zeichnest genau diese Linien nach. Klicke hierhin, klicke hierhin, klicke hierhin, hierhin, hierhin und hierhin. Nicht drüber zeichnen oder so irgendwo da oben hin. Da darf nichts sein, sondern wirklich auf die Kante stellen. Und nach unten ziehen bis zur Kante und auch darauf achten, dass du nicht schräg bist, sondern die Linie muss farbig sein. Wahrscheinlich ist sie blau. Jetzt wollen wir alle Hilfslinien löschen. Wir nehmen den Radiergummi und fahren da drüber. Und hier ist noch eine, die ist widerspenstig. Und jetzt haben wir hier 4 Unterteilungen mit einem Zentimeter. Jetzt nehmen wir den Bleistift und zeichnen hier auch nochmal eine Mittellinie. Und SketchUp sagt uns hier, wenn wir auf der Kante entlang spazieren, da ist die Mitte.
Mittelpunkt, Mittelpunkt. Und damit haben wir dieses Gitter fertiggestellt.